Hey, danke, dass ihr bei mir wieder vorbeischaut. In diesem Video möchte ich euch die Soraki M906 Gaspistole vorstellen. Die 9 steht für das Kaliber und die 06 für die Magazinkapazität. Die Soraki 906 wird genauso wie das Modell 917 von Atak Arms in der Türkei hergestellt und natürlich von der ESC GmbH nach Deutschland importiert. Das ist hier ein ganz neues Produkt und ist seit Sommer 2014 auf dem Markt. Die Soraki-Pistolen, vor allem das 906-Modell und 917 und so weiter, haben sich schon seit Jahren bewährt. Es gibt auch einen 500-Schuss-Belastungstest mit dem Modell 906 vom QuickMic, den ich hier auch im Video verlinken werde, damit ihr sehen könnt, wie zuverlässig und haltbar die Schreckschusswaffe ist. Also es gibt verschiedene türkische Hersteller und ich finde, dass von den türkischen Herstellern Atak Arms die besten Schreckschusswaffen herstellt. Das Modell 914 hat sich in Deutschland schon seit 2011 bewährt und die neuen Modelle werden sich auch gut bewähren in Deutschland. Es gibt im Gegensatz zur Nicht-PTB-Version eigentlich nur einen Unterschied bei der PTB-Version, und zwar ist einfach nur die Laufsperre vorhanden und das Patronenlager wurde ein bisschen abgeändert. Ansonsten ist die Pistole baugleich mit der Nicht-PTB-Version, ist sehr haltbar und auch wirklich sehr zuverlässig, wie man das im Video von QuickMic sehen kann. Die Soraki M906 hat das typische moderne Taschenpistolendesign, ist also relativ klein, hat ein einreihiges, sechsschüssiges Magazin, so wie der Name schon sagt. Und was mir bei dieser Pistole wieder nicht gefällt, ist, dass sie nur einen Single-Action-Only-Abzug hat. Das heißt, das ist hier wieder ein Nachteil und ich finde, dass diese Pistole die perfekte Selbstverteidigungswaffe wäre für eine Schreckschusspistole oder Gaspistole, wenn sie eben einen Double-Action-Abzug hätte, was sie aber nicht hat. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Die Qualität von der M906 ist ungefähr auf dem Niveau der 917er, wobei ich die Qualität der 906 etwas schlechter finde, denn man kann hier eine sehr starke Gussnaht erkennen am Rahmen der 906. Diesen kann man auch spüren, wenn man keine Handschuhe anhat. Das ist nicht ganz so super. Auch sind die Kanten hinten am Verschluss wieder nicht ganz abgerundet und sind sehr scharf. Das ist aber auch beim Modell 917 der Fall. Ansonsten ist so die Qualität identisch. Ja, es gibt kaum Spiel vom Verschluss. Das passt alles wirklich super. Ich habe leider ein schlechtes Modell erwischt, muss ich sagen. Beim Transport ist hier wohl entweder der Reinigungsstab oder eben der Abschlussbecher gegen geschrammt, sodass sich hier ja, Schlieren gebildet haben. Und auch am Patronenlager war schon ein wenig die Oberfläche verkratzt, wie man das hier sehen kann. Ich weiß nicht, ob das hier Edding ist. Auf jeden Fall kam das so schon zu mir, was nicht ganz so super ist, aber ich habe es ja trotzdem behalten, weil das für mich ein Arbeitsgerät ist. Und es ist einfach eine super Pistole, gefällt mir sehr gut, wenn man mal von den ganzen ja, Kleinigkeiten absieht, wie der Gussnaht hier. Und auch die schwarze Oberfläche nutzt sich natürlich wieder sehr schnell ab, genauso wie beim 917er Modell auch. Man kann das hier hinten schon erkennen an der Visierung, dass sich da die Oberfläche sehr schnell abnutzt. Auch hier am Korn, aber das ist nicht ganz so schlimm, wie ich finde, denn man benutzt die sowieso nur für Silvester und da geht das eigentlich. Also für den Preis, den man hier bezahlt, knapp über 100 € ist das wirklich eine super Pistole. Es gibt auch einige Stahlteile, die die Pistole langlebig und auch zuverlässig machen über eine längere Zeit. Und zwar besteht die Laufseele und das Patronenlager aus Stahl. Dann gibt es eine Stahleinlage im Hahn. Der Verschlussfanghebel besteht aus Stahl. Die Federführungsstange, der Ausstoßer, die Hahnrast und der Mitnehmer. Dann gibt es am Verschluss auch noch Stahlteile, und zwar der Stoßboden, der Schlagbolzen und die Auszieherkralle bestehen ebenfalls aus Stahl. Das Griffstück besteht aus Polymer, aus Kunststoff oder einfach nur Plastik genannt. Und der Verschluss aus Zink und eben die ganzen anderen Teile bestehen ebenfalls aus Zink. Ja, der Abzug ist auch Plastik. Es gibt drei Arten, wie man diese Pistole zur Selbstverteidigung führen könnte. Und das wäre Unterladen mit entspanntem Hahn und entsichert, sodass man einfach die Pistole nur noch durchladen müsste, dann wäre sie schussbereit. Die zweite Möglichkeit, wie man sie tragen könnte, sinnvollerweise, wäre durchgeladen, gesichert mit gespanntem Hahn. Das kann man machen, da die Pistole eine Fallsicherung hat oder eine Sicherheitsrast für den Hammer. Das heißt, falls sich irgendwie mal der Hammer lösen sollte, knallt der Hammer nicht auf den Schlagbolzen, sondern eben in diese Sicherheitsrast. Deswegen kann man diese Pistole so wie ein Colt 45 tragen, also durchgeladen, gesichert mit gespanntem Hahn. Die dritte Option, wie man sie dabei haben kann, ist durchgeladen mit entspanntem Hahn in der Sicherheitsrast und entsichert, sodass man den Hahn nur noch nach hinten ziehen muss.
Es gibt diese drei Optionen und da muss jeder selber wissen, wie er die dann dabei trägt, wenn er sie wirklich für die Selbstverteidigung haben möchte. Ich empfehle es nicht, denn für mich muss eine Selbstverteidigungswaffe immer schussbereit sein. Deswegen empfehle ich da eher entweder den HW-37 Revolver, die RG-9 oder die RG-800. Das sind für mich immer noch die drei besten Schreckschusswaffen für die Selbstverteidigung. Ja, also diese halte ich hier eher für eine kleine, kompakte Silvesterwaffe, die dafür sehr gut geeignet ist. Die Soraki 906 hat alle Bedienelemente, die man an einer hochwertigen Pistole sucht. Es gibt einen außenliegenden Verschlussfanghebel. Dann gibt es eine Sicherung. Die Sicherung ist auch gleichzeitig der Demontagebügel. Es gibt den Hammer, Single Action Only. Und der Magazinauslöseknopf befindet sich unten. Und damit kann man das sechsschüssige Magazin auswerfen. Wenn man die Pistole reinigen möchte, kann man sie ganz einfach demontieren. Erstmal überprüfen, ob die Waffe geladen ist. Magazin entnehmen. Den Demontagebügel ganz nach unten klappen. Rausziehen. Verschluss abnehmen. Und dann hat man die Pistole auch schon direkt auseinandergebaut. Und man kann sie reinigen, wenn das nötig ist. Jetzt kann man auch schon mal die Innereien sehen. Man kann sehen, wie sich hier die Oberfläche etwas abgenutzt hat. Aber was ich vergessen habe zu erwähnen, es gibt hier noch eine Stahleinlage für den Verschlussfanghebel, damit sich dieser hier nicht so einfrisst. Genauso wie bei der P22Q auch und P22. Die Laufsperre ist ja nicht allzu groß und der Lauf ist etwas freier als bei dem Modell 917. Schwächung im Patronenlager ist hier auch. Kann man auch gut sehen, die ist bei der Nicht-PTB-Version nicht vorhanden. Die Montage dann in umgekehrter Reihenfolge machen, Schließfeder einsetzen, Verschluss drauf, den Montagebügel einsetzen, entspannen und das Magazin einsetzen. Also die Soraki M906 ist eine super Schreckschusspistole, sehr schön und kompakt für Silvester. Wer sie für die Selbstverteidigung einsetzen möchte, kann das machen. Ich empfehle es aber nicht, da man, ja, das ist einfach viel zu viel Rumgespiele vorher. Es geht aber, kann man machen. Und ich halte sie wirklich für eine sehr gute Schreckschusspistole. Umarex hätte schon einen Soraki M906-Killer am Start, und zwar die P22Q. Man müsste bei der P22Q einfach nur eine Sicherheitsrast installieren und den Stoßboden von der Scharfen etwas modifizieren und dann da auch einsetzen. Und dann hätte man die ganzen Eigenschaften von der 906 mit den ganzen Stahlteilen, aber im Double Action, mit einem Double Action Abzug. Das wäre der Soraki M906 Killer schlechthin, wenn sie nicht vielleicht sogar eine komplett neue kleinere Schreckschusspistole auf den Markt bringen. Also ich kann die Soraki M906 auf jeden Fall empfehlen. Super Schreckschusspistole für Silvester. Schön kompakt und leicht.